Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Map-Vorstellung. Heute schauen wir uns die Brombach an. Willkommen in Brombach. Dies ist ein kleiner Ort im schönen Mittelfranken. Eigenschaften: Hof, Tierstelle mit Tieren, BGA, 8 Produktionen, 5 Verkaufsstelle, 22 Felder, 38 kaufbare Fläche, Sägewerk, große Waldfläche, Shop, Felder können im Landschaftspool gemalt werden. Alle Standardfunktionen sind enthalten. Benötigte Mods ist das Bafarian Farm Pack. Testet diese Karte aus und habt viel Spaß. Den Link haue ich euch unter in Beschreibung. Ja, das ist der Hof. Da drüben ist der Hühnerstall. Dann haben wir da zwei Fahrsilos, sind eigentlich auch die Standard. Dieseltank. Eine kleine Topliner. Da haben wir Saatgutlager, genau. Getreidelager, wahrscheinlich könnt ihr da auch Heu, ne, Heide ist Heulager, aber da könnt ihr wahrscheinlich auch die Getreideart und das Ganze drin lagern. Und das sind die andere Halle, die zu dem Bafarian Warmpack dazugehören. Ja, so schlecht. Der Hof ist einfach kalter, nicht ganz so aufwendig und ja, detailhaft wie Krebach, aber trotzdem schön. Da drüben haben wir eine Getreidemühle. Wenn wir schon da drüben sind, da springen wir mal kurz drüber. Ja, das Standard. Ist das Standard, weiß ich jetzt gar nicht. Da könnt ihr es abkippen. Und da könnt ihr, glaube ich, auch was rausholen. Wahrscheinlich könnt ihr da kaufen und verkaufen. Da haben wir den Tierhändler. Das Gebäude kennen wir eigentlich. Ja, genau, Tierhändler. Dann haben wir da drüber. Was ist das für ein schönes Gebäude? Farmers Market. Ah, okay. Wow, das ist aber jetzt mal schön. Das habe ich so gar nicht so gesehen. Cool. Dann sind wir da bei der ganzen Produktion. Also das ist jetzt ein Standort mit fast allen Produktionen verbaut. Da schauen wir mal kurz in der Karte. Das sind Molkerei, Ölmühle, Müslifabrik, Getreidemühle, Zuckerfabrik, Traubenverarbeitungsanlage und Spinnerei. Genau. Also das sind fast die ganzen Produktionen an einem Ort. Ja, auch nicht schlecht gemacht. Also so auf so einer kleinen Karte ist es immer mal gut, wenn man alles auf einem Platz platziert. Auf der kompletten Karte, weil so schaut man ja überall Gebäude rumstehen und teilweise dann fast keine Felder mehr. Da sind wir bei der Biogasanlage. Müsste eine 250 Kilowatt Anlage sein. Nein, 500 Kilowatt. Oh, cool. Okay. Und dann ein großes Keilsilo und ein kleineres. Sind die beide gleich groß? Nee. Das ist, glaube ich, größer. Ja. Großes und ein kleineres Keilsilo, genau. Ja, das war's für die Biogasanlage. Es gibt eigentlich nichts dazu. Ja, da sind wir jetzt in der Schlagkartei. Das ist jetzt die Übersicht. Ja, sind auch teilweise eckige Felder, sehr helferfreundlich gemacht. Da sind die ganzen Produktionen an dem Standort. Das ist der Hof und da sind auch nochmal Produktionen verteilt, verschiedene Produktionen. Das ist der Tierhändler, das ist der Shop oder andersrum. Nein, das ist, glaube ich, der Tierhändler und das ist der Shop. Und das ist die Biogasanlage, genau. Schauen wir mal, wenn wir gerade drin sind, die Preise an. Ja, 89.800, was hat das Fläche? 1,8 Hektar. 2,65 Hektar, 132.000, da sind wir schon bei fast 200, das ist wahrscheinlich drüber, 345, ja natürlich, das hat auch 10 Hektar, das hat 4,2 Hektar, okay, also das ist das Größte. Also da müsst ihr dann über eine halbe Mille hinlegen, dass ihr das Feld euch kaufen könnt. Ja, aber sonst die kleinen Felder, die könnt ihr euch eigentlich ziemlich schnell erwirtschaften und könnt da euch einen Betrieb aufbauen. Getreidearten sind eigentlich die ganz normale verbaut, genau. Produktionen, da gibt es ja jede Menge, das weiß ich, glaube 8 Hansart ist geschrieben worden in der Beschreibung. Ich glaube 8 Produktionen, so irgendwas. Ja, das sind die ganz normale Standardproduktionen, wo es sonst auch. Ja, dann fliegen wir mal über die Karte drüber. Das ist die Biogasanlage von oben. Das sind dann die ganzen Felder. Ja, das hat das 1,9 Hektar. Das ist jetzt das mit 10 Hektar. Ne, halt komplett die Land hat 10 Hektar. Das Feld hat nur 6,4. Da sind wir beim nächsten Feld. Das hat jetzt auch... Ah, das ist eine Grasfläche. Zeigt es uns nicht an.
Ja, aber das sind kleine Felder, die könnt ihr locker alleine bewirtschaften mit kleinerer Maschine. Da braucht ihr nicht mal ein Curseplay dazu. Das ist so ein kleines Kieswerk. Oder ja, sieht nach Kieswerk aus. Und da habt ihr dann noch den Hof, der müsst. Ja, genau, das ist der Hof von oben. Und halt auch ringsrum die ganze Felder. Ja, der Hof ist jetzt einfach gemacht, aber trotzdem. Ist eine schöne Karte. Trotzdem steckt auch in der Karte wieder sehr viel Arbeit drin. Genau, das sind also meistens viereckige Felder, sehr gut mit dem Helfer bewirtschaftet, brauchen mit dem Curseplay oder sonst irgendwas dazu. Die Lok ist sauber, also ich habe jetzt vorhin mal kurz durchgezappt, da war nichts drin. Müsste eigentlich auch doch ein roter Warning, aber das sind dann meistens so Warning, die als die keine Probleme machen. Das ist irgendwas mit Continuous Error Bug. Additional Fill-Info macht da Probleme. Okay, aber das dürfte eigentlich, ja, nichts Schlimmes sein. Auf der anderen Karte hat es eigentlich auch nie Probleme gemacht. Ansonsten gelbe Warnings sind nicht schlimm. Ja. Also logisch sauber, bis auf den einen Warning, das kommt von Additional Fill-Info. Aber auf anderer Karte hat es das nie angezeigt. Von dem her denke ich, dass auch da keine Probleme macht. Okay, meine Freunde, wenn euch die Map-Vorstellung gefallen hat, das Like nicht vergessen, abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.